Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe heute einen von den Fingerlings. Das sind super niedliche kleine Affenbabys und die können jede Menge, zum Beispiel den Finger greifen, kleine Roboteräffchen mit über 40 Geräuschen und ich habe irgendwo gelesen, über 50 Funktionen haben die, geeignet für Kinder ab 5 Jahren und ich finde, die sehen super, super niedlich aus. Babyäffchen und die Batterien sind auch enthalten. Hier sehen wir auch schon unser kleines Babyäffchen. Den gibt es in unterschiedlichen Farben. Insgesamt gibt es 6 verschiedene. Hellblau, lila, so türkis, grünlich, weiß, pink und schwarz. Und wir haben den schwarzen. Schauke sie, streichle sie, wiege sie in den Schlaf. Oh, wie süß. Ein kleines Affenbaby in den Schlaf wiegen und aufrecht oder kopfüber. Sie lieben es, herumzualbern. Wir haben übrigens den Finn, also die haben auch einen Namen und unser Kleiner heißt Finn. Friendship at your fingertips. Sehr, sehr cool. Ist von der Marke Wowie aus Kanada. Und ich werde den natürlich da jetzt auch rausholen und wir probieren den mal aus. Also ich bin schon so gespannt. Das wird bestimmt richtig süß. Ich sehe auch schon, die Augen können sich, glaube ich, auch bewegen. Also vielleicht auf und zu. Der kann wohl auch schlafen. Also super coole Funktionen. Dann hole ich den hier mal aus der Verpackung raus. Er ist noch hier befestigt. Gut verpackt, damit der noch nicht aus der Verpackung abhaut. Komm raus, kleiner Finn. Ah ja, ich sehe schon, hier oben ist ein Ein- und Ausschalter. Er ist aus Kunststoff und hat hier oben ganz süße, flauschige Haare in Blau. Die Arme sind so ein bisschen weicher. Also hier, das ist hartes Plastik und Schwanz und Arme und Beine sind ein bisschen aus etwas weicherem Kunststoff, also die kann man, wenn man möchte, so ein bisschen biegen. Ein heller Bauch, helle Füße und Hände und ein helles Gesicht, helle Ohren und sonst komplett dunkel. Ah, außer hier, da ist noch ein Symbol. Das ist wahrscheinlich dann einfach das Finn-Symbol für unseren kleinen Fingerling. Und man kann sich den wirklich so an den Finger dranhängen oder an den Daumen, an den Finger natürlich auch. Und hier auch. Super cool. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was passiert, wenn wir den einschalten. Also aufgepasst, ich lege den Schalter um. Och, hallo Finn. Wie geht's dir? Komm, halt dich mal hier fest. Kleiner Finn. Der macht ja so Geräusche. Ich hänge ihn einfach mal falsch rum auf. Hihi, Finn. Na, macht das Spaß? Finny. Nein, das macht keinen Spaß, sondern der schläft auf einmal. Jetzt ist er wieder wach. So, halte ich mal hier an meinem Finger fest. Schwanz? Nee, kann man auch nicht bewegen. Ich dachte, ob man ihn vielleicht noch so rumdrehen kann oder so. Nein, der bleibt so. Was macht er denn jetzt schon wieder? Kleiner Finn. Ich ärgere den mal ein bisschen. Na, wackelt das? Der hat Spaß und lacht. Na, hast du Spaß, Finn? Lass mich mal wieder los. Also das hält richtig fest so. Am Finger kann man den richtig so draufstecken und dann ist der auch fest. Also fällt nicht wieder runter. Ja, ich habe jetzt noch so ein bisschen mit Finn hier rumprobiert. Der macht schon so ein paar verschiedene Geräusche, aber 40 Geräusche waren das jetzt auf jeden Fall noch nicht. Und so viele verschiedene Funktionen habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Vielleicht muss ich noch irgendwas anderes mit dem machen. Ui, jetzt höre ich. Macht ein Schlafgeräusch.
Der singt auf jeden Fall super gerne. Vielleicht kann ich ja mal schauen, ob da noch eine Anleitung ist, ob man vielleicht bestimmte Bewegungen machen muss oder bestimmte Wörter sagen muss, damit der reagiert. Schau mal hier in der Verpackung, da ist bestimmt auch noch eine Anleitung mit dabei. Also, in verschiedenen Sprachen haben wir hier Anleitungen. Und die werde ich jetzt erstmal ein bisschen studieren. Ich habe mir das Ganze jetzt durchgelesen und zwar hat das Äffchen am Kopf zwei Sensoren. Und da kann man drauf fassen. Und dann gibt es irgendeine neue Funktion. Außerdem kann man in die Hände klatschen. Dafür muss ich den natürlich irgendwie kurz ablegen. Hast du das gehört, Finn? Am besten einer hält ihn und der andere klatscht in die Hände. Dann gibt es auf jeden Fall auch eine Funktion. Oder man kann ihm einen Handkuss zuwerfen. Also... Hast du es gehört, Finn? Nö, da reagiert er auch nicht so richtig drauf. Man kann dann aber auch noch hier oben drauf tippen. Dann reagiert er auf jeden Fall. Unterschiedlich auch, je nachdem. Jetzt tippe ich nochmal drauf. Auf jeden Fall kommt eine Reaktion und wenn man ihn baumeln lässt, dann macht der Quatsch, steht hier. Ja, mach mal Quatsch, Finn. Hallo, Quatsch machen. Nö, ich glaube, der schläft. Und wenn man ihn wiegt, schlaf, Finn, schlaf, dann soll er auch eigentlich einschlafen. Ja, der hat, glaube ich, eher Spaß und, jetzt wird er schläfrig. Die Augen fallen zu. Och, wie niedlich, er ist eingeschlafen. Bist du wieder wach? Na? Hm? Hallo, Finn? Aufwachen. Wenn man hier über den Kopf streichelt, soll eigentlich auch noch was passieren. Ich versuche es gerade mal. Streicheln. Also ich glaube, ich muss noch ein bisschen üben mit unserem Fingerling, aber ich finde den wirklich super niedlich. Er sieht sehr, sehr süß aus und ihr habt gesehen, es gibt verschiedene Funktionen. Ich musste einfach nur noch ein bisschen mit üben. Wenn ich da ein bisschen besser Bescheid weiß, kann ich euch das natürlich nochmal zeigen. Ist ja heute das erste Mal, dass ich so einen Fingerling in den Händen halte, dass ich einen Fingerling am Finger habe. Wie findet ihr die Fingerlings? Jetzt ist er wieder eingeschlafen, der kleine Finn. Was haltet ihr von Finn? Gerne alles unten in die Kommentare schreiben. Also, ich habe ja schon gesagt, ich finde ihn super niedlich. Von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben für das kleine Roboteräffchen. Was sagt ihr dazu? Gerne alles unten reinschreiben. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, lasst uns ein Abo da, klickt auch auf die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button, um kein Video von uns zu verpassen. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!